Wir sind hier versammelt im Namen unseres Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, das Osterfest hat noch nie so nackt vor uns gestanden, beraubt aller vertrauten Begleitumstände und Rituale. Die Familiengottesdienste, das Eiersuchen in großer Runde, die Enkelkinder auf dem Schoß der Großeltern, die Besuche und Osterspaziergänge mit der ganzen Verwandtschaft, die Osterfreude inmitten des aufblühenden Lebens im Frühling, alles geschluckt vom Schrecken vor einem unsichtbaren Virus, der draußen lauert und wir haben Angst, uns anzustecken. Menschen gehen einander aus dem Weg, machen einen Umweg, warten, vermeiden möglichst ein Näherkommen. Ein Handschlag oder eine Umarmung sind schon gar nicht möglich. Wir horten Lebens- und Verbrauchsmittel, weil wir einfach Angst haben. Auch unsere Arbeit leidet. Mittlere und kleine Unternehmen bluten aus. Wie soll das Leben weitergehen? So fragen wir uns, werden wir die Krise überwinden? Möge Gott uns helfen. Was würde er in unsere Situation heute hinein sagen? Christus ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber auch in der österlichen Hoffnungserzählung von der Auferstehung muss der Verstand sich ganz auf den Glauben verlassen, sodass wir von Gott berührt werden können, dass uns sein Wort Hoffnung geben kann in dieser schweren Zeit. Dass auf unserer Fahrt Friede unsere Herzen und die Welt bewahrt. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht, doch der Himmel sagt uns, alles ist vollbracht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auf. Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu, doch der Himmel fragt uns, warum zweifelst du? Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 118. Der Herr ist meine Macht und mein Zeichen und ist mein Heil.
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Amen. Wir beten weiter. Lebendiger, lebenschaffender Gott, verankere die Freude dieses Tages in unserem Herz, damit sie nicht verfliegt in unserem Alltag. Präge in unser Gedächtnis ein, dass du den Tod überwunden hast, damit wir nicht in Trauer versinken, wenn wir begraben müssen, wie wir lieben. Spiel uns das Lied vom Leben, damit wir von Hoffnung singen können, trotz so viel Sterbens in der Welt. Gott, lass gelingen, dass das Licht des Ostermorgens uns aufweckt, aus Zweifeln und alle Düsternis aus uns vertreibt. Amen. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Halleluja! Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Halleluja! Er ist erstanden, Halleluja! Freut euch und singet Halleluja! Denn unser Heiland hat triumphiert, all seine Feind gefangen erführt. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja. Jesus bringt Leben, Halleluja. Er war begraben 3 Tage lang, ihm sei auf ewig Lobpreis und Dank, denn die Gewalt des Todes ist zerstört. Selig sei, wer zu Jesus gehört. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja. Jesus bringt Leben, Halleluja.
ist erstanden, hat uns befreit. Dafür sei Dank und Lob alle Zeit. Uns kann nicht schaden, Sünd oder Tod. Christus versöhnt uns mit unserem Gott. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja. Jesus bringt Leben, Halleluja. Liebe Gemeinde, wir erleben gerade eine Zeit, in der Berührung und Körperkontakt so etwas ist wie Goldstaub. Selten und kostbar. Es ist uns allen dringend empfohlen, zu anderen Menschen Abstand zu halten. Wir sollen aufs Händeschütteln, aufs Umarmen, aufs Streicheln, auf Körperkontakt verzichten. Aber jeder Mensch braucht Berührung. Wenn die lange ausbleiben, können Körper und Seele krank werden. Menschen sterben, wenn sie nicht berührt werden. Maria ist mit Salböl und Tüchern gekommen. Sie wollte den toten Körper von Jesus berühren, ihn salben und sich dabei ein wenig zurückträumen in die alten Zeiten. Aber sie darf ihn nicht berühren. Den toten Körper nicht und den auferstandenen Leib auch nicht. Und doch wird sie zutiefst berührt. Liebe hört nicht auf am Grabe. Liebe geht durch den Tod hindurch und verwandelt sich und verwandelt uns, wenn wir das wollen. Jesus war die große Liebe von Maria Magdalena. Er hat sie von 7 bösen Geistern geheilt, so wird uns erzählt. Sie muss also ziemlich durch den Wind gewesen sein vorher. Und Jesus hat sie ins Leben zurückgeholt. Mit Jesu Tod war ihr neues, schönes Leben zu Ende. Ihre Berufung, ihre Aufgabe, ihre Liebe, einfach alles. Als hätte jemand alle Daten aus ihrem Leben gelöscht. Maria kommt zum Grab und sie sieht, dass es leer ist. Nicht einmal diese letzte Berührung ist mir erlaubt, denkt sie, nicht einmal das. Dass sie 2 Engel sieht, tröstet Maria nicht. Sie ist und bleibt so leer und traurig wie vorher. Sie weint weiter. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Wir wissen nicht, wo sie sind. Unsere Toten. Dass Maria Magdalena an diesem Morgen im Garten Jesus nicht finden kann, macht ihren Schmerz noch größer und ihre Trauer noch tiefer. Sie weint und weint. Aus Verzweiflung wendet sie sich um. Sie wendet sich ab vom leeren Grab und von den Engeln. Da steht der Auferstandene vor ihr. In ihrem Schmerz kann sie ihn nicht erkennen. Sie hält ihn für den Gärtner. Was meinst du? So geht Trauer. Wenn einer kommt und dich fragt, was meinst du? Und dann kommt es raus. Aus den Tiefen des Herzens. Mit den Tränen löst sich alles, was ich so gern tun wollte und doch nie getan habe. Was ich hätte sagen wollen und nie gesagt habe. Was ich so gut kannte und doch nie richtig erkannt habe. Erst jetzt. Was ich immer noch zu Ende bringen wollte und was jetzt zu Ende ist, was ich vermissen werde und was nie mehr wiederkommt, das weine ich. Maria, sie hört Jesu Stimme und sie wird durch diese Anrede verwandelt. Sie wendet sich um. Rabuni, antwortet sie, wie früher. Ihr geschieht, was wir hoffen, dass wir einander wieder begegnen, uns erkennen, wieder angesprochen werden. Und sie greift nach ihm, wie früher. Sie will diesen Moment festhalten, immer wieder festhalten. Aber Jesus weicht zurück. Fass mich nicht an. Berühre mich nicht.
Anfassen ist das Wichtigste im Leben. Wie kann man trösten ohne Berührung? Menschen sterben, wenn sie nicht berührt werden. Maria will Jesus anfassen, weil das zur Liebe dazugehört. Anfassen erdet das Wunder. Aber Jesus weicht zurück. Berühre mich nicht, halte mich nicht fest, sagt er zu Maria Magdalena. Ich bin der Auferstandene. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Die Auferstehung ist nicht einfach eine Rückkehr zu der alten Gemeinschaft vor Jesu Tod. Maria soll an dieser alten Gemeinschaft nicht festhalten. Sie soll loslassen. Sie soll frei werden für eine neue Art der Begegnung und Gemeinschaft. Es gibt kein Zurück ins alte Leben. Aber das alte Leben wird aufgenommen in ein neues. Jesus verschwindet nicht in der Erde, nicht in der Bedeutungslosigkeit. Er geht hinauf zum Vater, zu seinem Vater und zu unser aller Vater im Himmel. Dass er das kann, das beginnt mit dem Loslassen. Erst wenn Maria loslässt, kann Jesus den Weg zum Vater im Himmel gehen. Auferstehung beginnt auch für uns damit, dass wir loslassen. Loslassen, was wir lieben. Das Projekt, für das ich Herzblut vergossen habe. Die Kinder, die wir großgezogen haben. Gib die Dinge der Jugend mit Grazie auf. Lass los. Am Ende auch die Liebe deines Lebens. Und ganz am Ende dein eigenes Leben. Loslassen, loslassen. Das ist der Anfang der Auferstehung. Loslassen tut weh. Aber es ist ja nicht alles. Alles Loslassen wird gehalten durch unseren Vater im Himmel. Wer loslässt, ist von guten Mächten wunderbar geborgen. Beweise, die gibt es nicht. Es gibt nur den Moment, der mich berührt und dann auch bewegt. Amen. Tag, o fröhliche Zeit, da Jesus lebt und alles Leid. Er ist erstanden von dem Tod, wir sind erlöst aus aller Not. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit. Tag, o fröhliche Zeit, die Liebe Gottes uns erfreut. Des Herrn Sieg hat uns erlöst, uns neues Leben eingeflößt. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit. Tag, o fröhliche Zeit, erhalt uns Jesu diese Freud, zu sagen hier zu aller Stund und dort einmal mit selgem Mund, o herrlicher Tag, o fröhliche Zeit. Wir sind weiter ansprechbar. Wenn Sie Kontakt suchen, etwas brauchen, dann greifen Sie zum Telefon, schreiben Sie uns eine Mail, kontaktieren Sie uns über Facebook, WhatsApp oder Instagram. Auf Beat Evangelisch sind wir für Sie da. Wir freuen uns, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren.
Über diese Kanäle können Sie uns auch gerne Gebetsanliegen mitteilen. Wir werden eine Auswahl davon in den nächsten Online-Gottesdienst aufnehmen. Den nächsten Online-Gottesdienst feiern wir mit Ihnen am kommenden Sonntag um 10 Uhr auf unserem YouTube-Kanal @wiedevangelisch. Den Gottesdienst feiern mit Ihnen Pfarrerin Freier Eberding und Vikar Martin Lenz. Lasst uns beten. Wir danken dir, Gott, dass du der Gott des Lebens bist gegen allen Tod. Wir danken dir, dass du in Jesus Christus und seiner Auferstehung dem Tod die Macht genommen hast und ein für allemal einstehst für das Leben. So bitten wir dich für alle, die noch unter der Macht des Todes leiden, für die Kranken und für die Sterbenden, für die Alten, Einsamen und die Verzweifelten. Sende ihnen deine Boten des Friedens, damit sie Hilfe finden und gestärkt werden. Wir bitten dich für alle, die versuchen, gegen die Macht des Todes anzukämpfen. Für Ärztinnen und Ärzte, Schwestern, Pfleger und PAs. Für die Wissenschaftler und Politiker. Für die Menschen in den sozialen Berufen. Dass sie imstande sind, zu helfen, durch Heilung von Krankheit, durch Arbeit für den Frieden. Lass ihr Verständnis Mut machen und ihre Hilfe Hoffnung schenken. Gott, wir bitten für uns selbst, schenke uns von deiner Schöpferkraft so viel, so reichlich, dass wir aufstehen können und tragen, was uns das Leben aufgibt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Gott segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Es sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein, Kyrie eleis. Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen, seit dass er erstanden ist. So loben wir den Vater Jesu Christ, Kyrie eleis. Halleluja, 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 das sollen wir alle froh.